Sie haben gepfiffen, geklingelt und getrötet. 500 Radsportler haben am Montagabend vor dem Kasseler Rathaus ihrem Ärger über ein geplantes hessisches Waldgesetz Luft gemacht. Das Gesetz würde das Radfahren auf feste Wege begrenzen, die groß genug sind, dass auch ein Auto darauf fahren kann. Die Zahl der Teilnehmer zeigte, dass Mountainbiken längst kein Nischensport mehr ist. Die Leute schnallen nicht, dass es mittlerweile richtig viele Radfahrer gibt und dass es eigentlich noch nicht am Ende ist, die Entwicklung. Wegen der Demonstration kam es zwischen 18 und 19 Uhr zu Behinderungen auf den Straßen zwischen dem Platz der Deutschen Einheit, dem Friedrichsplatz und der Fünffensterstraße sowie vor dem Rathaus. Gegen 19.15 Uhr löste sich die Demonstration langsam auf.